Hey ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute begeben wir uns wieder auf eine Beauty-Zeitreise. Ich habe das im letzten Monat zum ersten Mal hochgeladen, diese Art Video, und euch um ein Feedback gebeten. Und vielen, vielen lieben Dank an euch. Ihr habt wirklich zahlreich kommentiert und ihr mögt das Format total gerne. Das freut mich natürlich. Ihr hattet einen kleinen Verbesserungsvorschlag, nämlich, dass ich nicht nur die Bilder einblende, sondern auch mich zeige, die Produkte teilweise zeige, also dass ihr auch ein bewegtes Bild dazu habt. Das kann ich einrichten und ja, ich habe wieder gestöbert in die letzten Jahre, jeweils in diesem Monat, also April 2022, 2021 bis hin zu 2013 tatsächlich kann ich gehen, mit ein paar Jahren überspringen. Und da habe ich einfach mal geschaut, was habe ich mir dort gekauft an Beauty-Sachen. Gibt es diese Sachen noch? Habe ich diese Sachen noch? Habe ich sie mir vielleicht sogar nachgekauft oder mittlerweile aussortiert, weil ich sie nicht mochte? Also wir schauen uns das einfach mal an. Bevor wir anfangen, habe ich aber noch eine kleine Info für euch, denn wir haben ein Geburtstagskind heute bekannt zu geben, nämlich Yepoda. Der Yepoda Online-Shop wird 3 Jahre alt und ja, ich glaube seit 2 oder sogar mehr als 2 Jahren ist Yepoda ein Kooperationspartner von mir und meinem Kanal und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber, denn ich mag die Produkte und die Marke wirklich sehr, sehr gerne und das Team dahinter ist auch super nett. Ich habe einen super coolen Rabattcode für euch bekommen, nämlich über 43% auf alles, ohne Mindestbestellwert, das sage ich nochmal dazu. Es gibt sogar noch ein kleines extra Goodie, wenn ihr nämlich das Full Glow Set bestellt oder dazu bestellt, könnt ihr diese süße Tasche gratis dazu bekommen. Also vielleicht ist das interessant für den einen oder anderen von euch. Yepoda ist ein deutsches Unternehmen, was aber koreanische Skincare, also Gesichtspflegeprodukte, vertreibt. Mittlerweile sogar auch das ein oder andere dekorative Produkt. Und ich zeige euch einmal mein absolutes Lieblingsprodukt. Das ist das hier. Ich habe bisher jedes Produkt, was Yepoda im Sortiment hat, ausprobiert. Und ich mag... Also eigentlich mag ich alle Produkte. Es gibt kein Produkt, was ich nicht mag, aber das hier mag ich wirklich am allerliebsten. Das kann ich euch wirklich so, so ans Herz legen. Das ist der The Bubble Double Reinigungsschaum. Der enthält unter anderem Salicylsäure, ist also auch vor allem gegen unreine Haut gedacht oder für unreine Haut gedacht. Und wenn ihr meinen Kanal ein bisschen verfolgt habt in den letzten, vor allem so 1,5 Jahren, würde ich sagen, dann habt ihr gesehen, dass sich mein Hautbild ganz, ganz krass verschlechtert hat durch einfach die Tatsache, dass ich meine Pille abgesetzt habe. Ich habe wirklich super schlechte Gesichtshaut bekommen. Ich hatte hier einen Streuselkuchen und wirklich jeden Tag einen neuen Pickel. Und ich habe das jetzt mittlerweile relativ gut in den Griff bekommen. Also ihr seht es auf der Stirn, es kommen immer noch diese Pickelmale durch, aber keine aktiven neuen Schrecklichkeiten. Und ich habe für mich eine Abschminkroutine entwickelt, in dem der hier eine ganz große Rolle spielt. Ich benutze nämlich diesen Reinigungsschaum nochmal, nachdem ich ein Reinigungsöl benutzt habe. Also ich mache so ein Double Cleansing. Ich reinige erst mit einem Öl und dann nochmal mit diesem Reinigungsschaum, eben wie gesagt nochmal mit Salicylsäure zusätzlich. Und ihr seht, es hilft aktuell wirklich sehr, sehr gut. Ich bin super zufrieden damit und ja, also das, mein absolutes Lieblingsprodukt. Aber wie gesagt, die anderen Yepoda-Produkte kann ich euch auch alle weiterempfehlen. Die sind wirklich toll. Ich werde euch den Link zum Yepoda-Online-Shop in die Infobox setzen natürlich und den Code da auch nochmal reinsetzen. Genau, viel Spaß beim Sparen, würde ich sagen. Gut, dann begeben wir uns jetzt auf die Beauty-Zeitreise und reisen 1 Jahr zurück in den April 2022. Was habe ich mir da gekauft? Ich blende euch erstmal das Bild ein. Da seht ihr, ja, was das so war. Ich öffne das hier parallel mal auf meinem Handy. Es ist eigentlich relativ übersichtlich, würde ich sagen, wobei natürlich viele Paletten dabei sind. Es gab nämlich eine ganz, ganz tolle Disney LE von Essence und Catrice zu den Disney-Tieren. Das allererste Mal. Es waren insgesamt 6 Tiere und ja, zu jedem gab es unter anderem eine Palette. Es gab auch zahlreiche weitere Produkte wie Pinsel, Blushes, Seren und so weiter. Aber in diesem Monat habe ich mir nur diese Lidschattenpaletten gekauft, dafür auch alle. Ich habe hier, wo habe ich sie? Da. Ich habe hier stellvertretend diese beiden mal mitgebracht, damit ihr die auch nochmal
wie gesagt, im bewegten Bild sehen könnt. Einmal die Bambi-Palette. Ich finde die wirklich super, super schön. Also einmal vom Design her, das sieht halt wirklich aus wie so eine Zeichnung, also so eine Bleistiftzeichnung, das gefällt mir ganz gut. Die Haptik dieser Palette ist super schön und das sind hier die Farben. Diese Paletten gibt es, glaube ich, sogar alle noch zu kaufen und die sind teilweise auch wirklich stark reduziert mittlerweile. Ich werde mal gucken, was ich da so finden kann, werde euch die Sachen generell, die ihr noch bekommen könnt, die ich euch heute zeige, in der Infobox verlinken. Ja, diese Palette ist wirklich sehr, sehr schön farblich, passt super gut zum Thema. Ich habe sie noch nicht benutzt. Ich habe viele Paletten, die hier heute vorkommen, noch nicht benutzt. Kann das einmal damit begründen, dass ich ja seit letztem Jahr diese Alphabet-Lidschatten-Palettenreihe gestartet habe und dementsprechend nur Paletten bisher mit den Anfangsbuchstaben A bis H, da bin ich mittlerweile angekommen, benutzt habe. Gut, jetzt fragt ihr euch, warum Bambi nicht dabei war. Bambi habe ich erst bekommen, nachdem die B-Reihe schon abgedreht war. Deswegen war das nicht mit dabei. Und die anderen Paletten von I bis Z kommen eben erst noch dran. Und natürlich kann ich es auch damit begründen, dass ich einfach so viele Paletten mittlerweile in meiner Sammlung habe, dass ich das gar nicht schaffen kann, da jede schon benutzt zu haben. Aber ich bin dran. Und so sehen die Catrice-Paletten aus. Hier haben wir die Miss Bunny, also auch passend zum Bambi-Film. Und das ist auch eine wunderschöne Palette farblich. Aber auch die habe ich noch nicht benutzt. Was haben wir da noch? Wir haben noch eine weitere Essence LE, die Everlasting Blooms LE. Daraus habe ich mir diese beiden Sachen gekauft und auch das Nagelöl. Das ist aber irgendwo in irgendeiner Schublade verschwunden. Das habe ich jetzt nicht gefunden auf die Schnelle. Aber diese beiden Sachen. Einmal den Highlighter, den habe ich erst vor kurzem in meiner Schminkbox gehabt. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Ich finde generell so Drogerie-Highlighter, da kann man eigentlich wenig mit verkehrt machen. Und diese Palette ist wunderschön. Die habe ich euch schon mehrfach vorgestellt. War auch unter meinen Top Paletten im letzten und auch in diesem Jahr. Also die finde ich wirklich ganz, ganz toll. Super kräftig, ganz, ganz toll von der Qualität. Die könntet ihr auch noch bekommen. Dann seht ihr noch die Read My Mind Palette. Die habe ich von Purish zugeschickt bekommen. Also die ist von Nabla. Und die habe ich bisher aber nur geswatcht. Also die habe ich noch nicht benutzt. Ne? R war noch nicht dran. Dann sehen wir noch so ein paar Pflegesachen, so ein Seifennachfüllpack, das habe ich noch gar nicht benutzt. Eine Tuchmaske von Isana, eine Seife von Isana, habe ich beides aufgebraucht. Dann noch die wunderschöne Nightflower-Palette von Lethal. War auch noch nicht dran, aber auf die freue ich mich ganz besonders. Ich finde die so schön. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie mir die dann auf dem Auge gefallen wird. Und dann habe ich noch so ein paar Kiko-Produkte geshoppt in diesem Monat. 4 Stück. Da habe ich so eine Rabattaktion genutzt. Ich habe hier ein paar rausgesucht. Also diese beiden habe ich auf jeden Fall gekauft. Das sind 2 Bronzer. Ich sage das immer wieder, ich kann euch Kiko Bronzer, Blushes und Highlighter in Puderform durch die Bank weg empfehlen. Die sind immer toll und vor allem, wenn das aus LEs kommt, immer toll designt. Also die beiden habe ich beispielsweise benutzt und auch, den hatte ich auch in meiner Schminkbox in diesem Monat, den Dolce Diva Highlighter. Auch super, super schön. Ist eine eher dunkle Farbe, eher so für den Sommer und für etwas gebräuntere Haut. Aber ich habe ihn trotzdem benutzt, hat trotzdem geklappt. Ja, sehr schöner Highlighter. Und dann haben wir noch einen Rival de Loop oder Rival Loves Me, kann ich jetzt gerade nicht erkennen. Blush, das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ja, das war so ein LE Blush. Gut, 2021, ein weiteres Jahr zurück. Da war mein Haul auf jeden Fall ein bisschen größer. Da habe ich bestellt bei Revolution, bei BH Cosmetics, bei Colourpop, Essence. Also da hat sich wirklich einiges angesammelt. Ich fange mal mit der Revolution-Bestellung an. Da habe ich mir dieses große Pack, diesen Vault, gekauft mit den Color Focus Paletten. Der war zu dem Zeitpunkt ganz, ganz stark reduziert und ich habe mir gedacht, so 6 Paletten für einen sehr guten Preis. Da bin ich mal gespannt. Mir wurden diese Paletten auch von einer Zuschauerin empfohlen.
Ich habe bisher eine dieser Paletten daraus getestet, die Earth and Stone Palette. Die schaut beispielsweise so aus. Also das sind alles gebackene Lidschatten und die Schimmertöne sind wirklich sehr intensiv leuchtend. Das finde ich ganz cool. An sich sind die ganz gut pigmentiert. Ja, aber ich habe bisher, wie gesagt, nur eine davon getestet. Die war okay, aber jetzt auch kein Brüller für mich. Dann habe ich mir bestellt aus der Precious, oh Gott, wie hieß die denn? Precious, ich habe das hier aufgeschrieben. Precious Glamour Kollektion mit so Strasssteinchen drauf. Einmal diese Palette hier und auch einen Highlighter. Noch nicht benutzt. Außerdem von Roxy, die Cozy Vibes Palette, auch noch nicht benutzt, aber da freue ich mich auch drauf. Das ist eine, ja, relativ neutrale Palette, aber ich finde mit sehr, sehr schönen moovigen Tönen und das gefällt mir auf dem Auge immer sehr gut. Außerdem die Party Pooches Palette. Das ist die Erweiterung der Revo Pooches Palette, die ich auch habe, die ich sehr, sehr mag. Also einmal, weil da diese Hunde drauf sind, aber auch, weil mich die farblich und qualitativ echt überzeugen konnte. Die Party Pooches Palette habe ich jetzt noch nicht benutzt. Ja. Mal schauen, ob mir die auch so gut gefallen wird. Auf jeden Fall, das Design ist der Hammer. Und davor seht ihr noch zwei Paletten, die habe ich jetzt nicht noch rausgesucht. Einmal die Ultraviolet und die Sugar Ray Palette habe ich beides noch nicht benutzt. Nee, genau. Ja, das war Revolution. Dann seht ihr noch drei BH Cosmetics Paletten. Einmal diese beiden hier aus der Birthstone Kollektion, die ja in diesem Jahr aktuell war. Ich liebe diese Kollektion. Die Aquamarine Palette ist meine liebste Palette aus dieser Reihe. Hätte ich nie gedacht anhand der Farben, aber ich kann euch da gerne mal ein Augen-Make-up zu einblenden. Oh, so schön. Wirklich eine tolle Palette. Und die Diamond Palette aus dem April. Ja, finde ich auch ganz nett. Auch besondere Farben. Und besonders diese Farbzusammenstellung fand ich bei diesen BH-Paletten sehr, sehr toll. Und die Qualität von BH-Paletten fand ich sowieso immer toll. Die andere Palette habe ich jetzt nicht rausgesucht. Das ist die 90s Dance Remix Palette, die ich mir noch gekauft habe. Die habe ich aber noch nicht. Doch, die habe ich benutzt. Einmal für so ein Video. Fand ich ganz, ganz gut. Aber nicht so gut wie diese hier. Dann seht ihr da so ein paar Balea-Tuchmasken und ich glaube Badezusätze. Da weiß ich nicht mehr, was ich davon schon benutzt habe und was nicht. Müsstet ihr in meinen Aufgebraucht-Videos nachgucken, wenn euch das interessiert. Und unten rechts seht ihr noch drei weitere Badezusätze von Kneipp und Trickle Moon. Dann habe ich diese Ebelin-Rasierer, Augenbrauen-Rasierer nachgekauft zum wiederholten Male. Die benutze ich sehr, sehr gerne. Die kaufe ich immer mal wieder. Dann seht ihr da, oh, den NYX Glitter Glue. Damit fing meine, nee, Liebe ist übertrieben zu sagen, aber meine Akzeptanz gegenüber Pressed Glitters an. Ich habe nämlich viele Paletten angesammelt in den Monaten davor, die eben diese Pressed-Glitter-Töne drin hatten. Und wenn ihr die auftragt, ohne eine klebrige Base drunter zu machen, dann bröselt euch das runter und ihr habt da keinen Spaß dran. Deswegen habe ich mir diesen NYX Glitter Primer gekauft. Den muss ich mir dringend nachkaufen, weil der bei mir mittlerweile eingetrocknet ist, weil mir die Spitze abgebrochen ist. Ich kann den nicht mehr zudrehen. Ich habe auch heute einen Pressed Glitter drauf und darunter diesen Glitter Primer. Wirklich essentiell wichtig für eine Lidschattenpalettensammlung. Kann ich euch sagen, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Darüber haben wir noch zwei Essence-Produkte. Einmal, ich weiß gar nicht, wie diese LE hieß. Auf jeden Fall ist das so ein Blush, Wonderful Blush. Sehr, sehr, sehr toll. Ich weiß, den gab es eine ganze Zeit lang noch zu kaufen online. Ich schaue mal, ob der noch da ist. Wenn ja, holt ihn euch. Der ist wirklich toll. Und daneben der Skin Love and Sensitive Concealer. Der ist sehr, sehr beliebt. Den habe ich auch vor kurzem noch in einem Video benutzt. Ich finde den auch tatsächlich ganz gut. Dann haben wir die Pumpkin Palette, Pumpkin Spice Palette von Too Faced. Die war im April nicht aktuell, sondern das war eine Herbstpalette. Ich habe sie mir aber im April erst gekauft mit einem guten Rabattcode und finde die wirklich sehr, sehr schön. Ich habe sie noch nicht benutzt, aber ich habe die Gingerbread Extra Spice Variante von dieser Reihe und finde die ganz toll. Und die riechen
die riechen auch so toll, diese Paletten. Also, und hier finde ich auch diese Fliedertöne sehr schön drin. Also da freue ich mich drauf, wenn die dran ist. Und ein paar Colourpop-Paletten, wie gesagt, seht ihr da. Einmal die That's Taupe-Palette, die Ménage Amour und Boudoir Noir-Palette. Die gab es im Doppelpack. Sehr schöne Palette, die Boudoir Noir, habe ich schon benutzt. Ganz, ganz tolle, so grün-goldene, warm-bräunliche Töne. Ich liebe einfach Colourpop-Paletten. Dann habe ich noch die Flutterby-Palette. Mega schöne lila Flieder-Mauve-Töne sind da drin. Die kann ich euch sehr empfehlen, wenn es die noch gibt. Und darunter die Truly Madly Deeply-Palette, die habe ich noch nicht benutzt. Dann habe ich noch ein Shampoo von Ghoul. Ich glaube, das habe ich noch nicht benutzt. Und zweimal Reinigungstücher, die ich damals, 2021, noch sehr, sehr häufig zum Abschminken benutzt habe. Mittlerweile, habe ich euch gerade erzählt, habe ich da eine andere Routine, die mir sehr viel besser gefällt, weil sie sehr viel gründlicher ist. Diese Isana Limited Edition Tücher mit diesem niedlichen Igel drauf. Kann ich euch gar nicht empfehlen. LE-Reinigungstücher sind eigentlich immer schlecht. Also auf jeden Fall von Balea und Isana. Und daneben seht ihr Nivea Micellenabschminktücher. Die sind auf jeden Fall besser. Die kann ich euch mehr empfehlen. Aber wie gesagt, richtig gründlich ist das Ganze jetzt nicht so. Gehen wir noch ein Jahr weiter zurück, 2020. Da sieht mein Haul auf jeden Fall übersichtlicher aus, aber damals habe ich auch diese ganzen Pflegeprodukte noch nicht mit in die Hauls reingenommen, zumindest nicht mit auf diese Bilder. Deswegen keine Ahnung, was ich da noch an Pflegeprodukten gekauft habe. Auf jeden Fall ein paar Paletten, unter anderem von Catrice, die Mini und Daisy LE-Paletten. Das sind jeweils so 9er-Paletten. Die hier ist so ein bisschen lila-stichig, die Mini-Palette ein bisschen rötlicher. Ja, verpackungstechnisch müssen wir uns da nicht drüber unterhalten, das ist einfach mega toll. Qualitativ ist es nicht so mega toll, die Paletten sind relativ... Ja, ich glaube, sie sind ein bisschen zu fest gepresst, weil sie immer schlechter Farbe abgeben. Also ich merke, dass je älter die Paletten auch werden, desto härter werden diese Töne. Und das ist leider sehr schade. Darüber... Oh, eine meiner allerliebsten Paletten tatsächlich von Lethal Cosmetics und Julina Menon, die Lidschattenpalette. Da habe ich euch auch ein eigenes Video drüber gedreht. Ich glaube auch einen eigenen Blogpost zu, kann ich euch gerne verlinken. Die Palette gibt es, meine ich, auch noch. Ich glaube nicht bei Lethal direkt, aber bei anderen Online-Shops. Die ist wirklich mega. Also es ist eine sehr bunte Palette, aber die Farben passen trotzdem sehr gut zueinander und die Qualität ist super gut. Dann habe ich zwei Monolidschatten. Ich glaube, das ist das letzte Mal gewesen, dass ich mir einen Monolidschatten gekauft habe. Würde ich heutzutage nicht mehr machen, weil ich absolut auf Paletten umgestiegen bin. Das sind zwei Melted Chrome Essence Lidschatten. Die habe ich auch noch nie benutzt. Also ich greife in den letzten Jahren eigentlich nur noch zu Paletten. Ich muss da mal aussortieren. Dann von Essence die Bloom Baby Bloom Limited Edition. Die Palette sieht von außen super schön aus, deswegen kann ich sie auch nicht aussortieren. Von innen mag ich die eigentlich gar nicht so gerne. Ich finde die irgendwie zu bunt zusammengemischt und irgendwie, ja, außen hui, innen geht so. Und den Blushleiter habe ich mir daraus auch gekauft. Dann von Catrice die Glow in Bloom Limited Edition. Da habe ich mir einen der Highlighter draus gekauft. Diese Highlighter sind ja mittlerweile auch bei Catrice im Standardsortiment gelandet. Die heißen da More Than Glow Highlighter. Die sind super toll, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Und daneben war noch so ein Blush Duo. Habe ich auch beides noch. Und dann habe ich noch zwei Zoeva Paletten. Ich glaube, das waren auch die letzten Zoeva Paletten, die ich mir jemals gekauft habe. Diese ganzen älteren Zoeva Paletten sind ja mittlerweile alle aus dem Sortiment rausgenommen worden. Es gibt neue Zoeva Paletten, die habe ich noch nicht ausprobiert, aber die sprechen mich auch nicht so an. Ich fand bei diesen Paletten immer ganz schön, einmal das Design, aber auch die Farbkombination, die war immer irgendwie besonders. Es waren vielleicht nicht die besten Paletten auf dem Markt, aber sehr, sehr solide Paletten. Und hier habe ich zum Beispiel die Electric Eyes Palette mit auf jeden Fall sehr, sehr schönen Farbtönen. Ja, schade so, Eva, dass ihr die alle rausgeschmissen habt bei euch. Von 2019 und 2018 habe ich kein Foto gemacht, leider, aber ich habe da natürlich ein Video
gedreht. Deswegen blende ich euch da mal so ein paar Schnipsel ein. Was ich mir gekauft habe damals, sind 4 L'Oreal-Produkte. Einmal dieses Perfect Match Make-up. Das ist eins meiner allerliebsten Make-ups. Ist generell super beliebt. Ich habe es jetzt bis hierhin aufgebraucht. Es ist so, so schön. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Außerdem den More Than Concealer. Ich glaube, also ich habe ihn hier noch. Da ist noch ein bisschen was drin. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, oder? Das ist so ein Concealer mit so einem ganz dicken, breiten Applikator. Ich mochte den eigentlich ganz gerne. Dann, wo habe ich den hier? Den Back to Bronze. Der ist auch im Standardsortiment. Der ist wirklich sehr, sehr toll. Also das ist ein wirklich sehr solider und auch beliebter Drogerie-Bronzer mit so einem seidig-matten Finish. Und das Life's a Peach Blush habe ich mir noch gekauft. Da habe ich sehr lange ein Auge drauf geworfen. Das wollte ich sehr lange mal ausprobieren und in diesem Monat habe ich es mir mal gekauft. Außerdem, oh, einen ganz tollen Highlighter von Maybelline. Da gab es so eine Puma-Kooperation und der Highlighter ist wirklich super schön. Das ist eine ganz besondere Farbe, also den mag ich echt gerne. Diese Highlighter, glaube ich, in anderen Farben gibt es noch im Maybelline-Sortiment. Die heißen, glaube ich, Master Chrome Highlighter. Aber eben, das war so eine limitierte Farbe. Dann ein Produkt, was täglich bei mir in Benutzung ist. Und zwar von der Marke For Your Beauty, der Pinselreiniger. Gibt es leider nicht mehr. Und ich finde das sehr, sehr schade. Ich muss mal gucken, ob es so einen Pinselreiniger, also solche Art, noch irgendwo anders gibt. Falls ihr das wisst, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall ist es ist kein klassischer Pinselreiniger. Also er macht eure Pinsel nicht sauber, aber er befreit sie von den oberflächlichen Pigmenten. Und ich benutze das hauptsächlich für meine Lidschattenpinsel. Wenn ich zum Beispiel in einer dunkleren oder bunteren Farbe drin war, rubbel ich den über diesen Reiniger und dann kann ich eine andere Farbe oder eine hellere Farbe benutzen, ohne dass ich eben diese Rückstände habe. Und das ist wirklich super, super praktisch. Von BH Cosmetics habe ich mir meine eigentlich liebste Palette, glaube ich, gekauft, die Daisy Marquez Palette. Ich weiß immer noch nicht, wer Daisy Marquez ist. Eigentlich muss ich das echt mal googeln, weil ich verdanke ihr diese tolle Palette. Die ist wirklich so, so schön. Auch auf den ersten Blick super bunt, aber die Farben sind so schön. Die Qualität ist wirklich gut. Auch für das Jahr 2019 war es schon eine wirklich gute Lidschattenqualität. Und ich liebe einfach die Augenlooks damit. Also das ist wirklich eine super, super tolle BH-Palette gewesen. Und dann gab es noch eine Palette, glaube ich, gratis dazu. Die Moroccan Sunset Palette. Ich glaube, die habe ich bisher noch nie benutzt. Aber ich habe sie noch. Dann von Rival de Lubiang die XXXL Peach Palette. Die gab es eine lange Zeit im Standardsortiment dort. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die noch habe oder ob ich die schon aussortiert habe. Wenn ich sie noch nicht aussortiert habe, werde ich das ganz sicher in dem Zuge machen, wenn die XYZ-Paletten bei mir dran sind. Es ist einfach, also es ist jetzt keine super schlechte Palette, aber die Qualität ist mittlerweile einfach komplett überholt. Also ja. Von Revolution habe ich mir eine Palette bestellt. Ich glaube, die habe ich mir bei Cosmetic for Less mal mitbestellt, um auf den versandkostenfreien Bestellwert zu kommen oder sowas. Auf jeden Fall war es keine Palette, für die ich extra dort bestellt habe. Aber ich mag sie sehr gerne. Creative Volume 1. Die hat sehr kleine Fändchen, wovon ich eigentlich nicht so der Fan bin. Aber ich muss sagen, die Qualität gefällt mir wirklich sehr gut und da sind auch wirklich tolle Farbtöne mit bei. Dann von Catrice und Caviar Gauche ein Blotting Powder, glaube ich, nannte sich das, so ein weißliches Puder. Ich glaube, das habe ich nicht mehr. Ich meine, das mochte ich nicht, weil es mir zu grob war und das habe ich aussortiert. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich meine, das habe ich nicht mehr, das mochte ich nicht. Außerdem von Catrice die Addicted to Spices Palette. Das war so eine LE. Da gab es 4 Paletten. Ich habe auch die Addicted to Chocolates Palette und die hat mir so gut gefallen, dass ich die Spices Palette dann auch noch gekauft habe. Und, oh mein Gott, die habe ich auch noch nie benutzt, glaube ich. Also zumindest nicht öfter als einmal. Die Anastasia Beverly Hills Riviera Palette.
ja, auch da freue ich mich, wenn die dann endlich mal dran ist in meiner Palettenreihe. Super schön. Also ich finde die Optik super schön. Ich mag die Anastasia-Paletten, also diese älteren, total gerne. Ja, befindet sich nach wie vor sehr gerne in meiner Sammlung. 2018, da gab es gar nicht so viel. Im April, ich habe mir 3 Lidschattenpaletten gekauft von Love. Und zwar die Rose Gold Palette, die Copper Palette und die Ultraviolet Palette. Diese Violet Palette gab es, glaube ich, DM-exklusiv nur. Die anderen beiden überall, wo es Love gab damals. Ich glaube, damals sogar noch in den Drogerietheken. Ja, das waren so ganz nette Paletten. Ich glaube, die Copper Palette habe ich mittlerweile aussortiert, weil die Rose Gold Palette relativ ähnlich ist und ja, aber an sich ganz nett. Ich mochte Love als Marke immer sehr gerne. Dann habe ich mir von P2 so ein Quattro-Lidschatten selber zusammengestellt, so eine Quattro-Palette. Ich weiß gar nicht, ob das Teil des Standardsortiments damals war oder ob das so eine LE-Geschichte war, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall habe ich die Palette noch und ich mag sie tatsächlich sehr gerne. Es waren schöne Farbtöne, die ich mir da rausgesucht habe, die auch gut funktionieren. Und ja, wieder denke ich wehmütig an P2 zurück. Und dann habe ich mir noch von Urban Decay die Sin Afterglow Blush Palette bestellt. Die habe ich, glaube ich, von Douglas und die war da auch reduziert, bin ich der Meinung. Also für einen vollen Preis habe ich mir eigentlich selten Urban Decay Produkte gekauft. Die habe ich aber noch nicht oft benutzt. Also habe ich gar nicht so eine starke Meinung bisher zu. 2017, da habe ich wieder ein Foto, was ich euch einblenden kann. Da war ich, wie ihr vielleicht auf den ersten Blick auch erkennen könnt, sehr im Highlighter-Wahn. Also da habe ich wirklich meine Liebe für Highlighter entdeckt. Ja, ich fange mit den Highlightern auch mal an. Es gab von Rival de Lubiang so eine Unicorn-Einhorn-LE. Da habe ich mir, eigentlich war das eine Lidschattenpalette, aber ich fand diese hellen Töne als Lidschatten total befremdlich. Deswegen habe ich sie als Highlighter-Palette benutzt, aber mittlerweile habe ich sie nicht mehr, weil mich die Farben, also die Farben waren mir als Highlighter zu speziell und als Lidschatten nicht schön, deswegen habe ich die nicht mehr. Daneben ist noch so ein Rainbow Blush Highlighter, da weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob ich den noch habe oder auch schon aussortiert habe. Bin ich mir nicht sicher. Dann da über sind so 2 Strobing-Paletten, einmal von Rival de Lube. Rival de Lube aus der Beauty Code LE und einmal von Rival de Lube Young aus dem Standardsortiment. Beide Paletten habe ich noch, die mag ich auch. Vor allem die Rival de Lube Young Palette finde ich, was die Highlighter betrifft, sehr, sehr schön. Darüber ist so ein kleines Produkt von Jouer, das ist ein Creme Highlighter, den habe ich noch, den mag ich sehr gerne. Ich habe damals keinen Creme Highlighter haben wollen. Ich habe mich irgendwie vergriffen. Ich wollte eigentlich einen Puder-Highlighter, aber mittlerweile mag ich Creme-Highlighter auch, deswegen gar nicht so schlimm. Es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Farbe, die Farbe Champagne. Darüber eine W7 Highlighter-Palette, die habe ich auch noch. Dann habe ich noch von NYX 2, ich glaube, die nennen sich Duochromatic Highlighter. Da gab es ganz viele Farben und auch ganz viele spezielle Farben. Ich habe da so einen kühlen Fliederton und so einen warmen Peach-Orange-Ton. Die habe ich beide auch noch. Dann von Revolution den Ultra Strobe Balm, glaube ich, heißt der. Das ist auch ein cremiger Highlighter. Ich glaube, den habe ich nicht mehr, weil ich eine Palette später von Revolution gekauft habe, wo auch der Ton drin war. Darüber, das müsste der Becker Highlighter sein, oder? Das ist leider aufgeklappt. Ich kann es nicht hundertprozentig erkennen, aber ich würde sagen, das ist der Becker Highlighter. Den habe ich in der Farbe Opal. Der ist auf jeden Fall auch sehr cool. Und von LA Girl, den habe ich hier einmal rausgesucht, ist es der Strobe Light Highlighter in der Farbe 110. Ja, ist auch so ein kühlerer Highlighter. Highlighter muss ich auch mal wieder meine Sammlung durchgehen und so ein bisschen aussortieren. Da können bestimmt auch einige mein Sortiment verlassen, wenn man das so sagen kann. Was haben wir hier noch außer Highlighter? Ein Fixing Spray von Essence, Keep It Perfect, glaube ich, Fixing Sprays, habe ich mir auch schon mal nachgekauft. Das fand ich ganz okay. Mittlerweile gibt es, finde ich, bessere, gerade was so den Sprühnebel angeht. 2 Pinsel. Ich glaube, die sind beide von Catrice.
Das eine ist so ein Fächerpinsel und der andere so ein Sculpting-Pinsel. Habe ich ewig nicht benutzt, die beiden. Ich glaube, dieser Sculpting-Pinsel gehörte zu der LE, von der ihr auch noch zwei andere Produkte seht, mit Marina Hörmanns-Eder zusammen. Das ist einmal die Lidschattenpalette gewesen. Die habe ich aussortiert, weil die war wirklich sehr schlecht pigmentiert. Und dann noch Highlighterperlen, die habe ich auch aussortiert. Die waren nämlich auch nicht so gut pigmentiert. Und dieser Blush Ball, ich weiß nicht, ob der auch aus dieser LE kam oder aus einer anderen, kann ich mich nicht erinnern. Und ich glaube, den habe ich auch nicht mehr. Habe ich auf jeden Fall ewig nicht mehr in der Hand gehabt. Darüber sind noch zwei Produkte aus einer Essence LE. Life is a Festival, glaube ich, nannte die sich. Einmal so ein kräftiges Blush. Ich glaube, das habe ich aussortiert, weil ich ein ähnliches habe in meiner Sammlung. Und da ist noch so ein Lippenstift bei. Da weiß ich nicht, ob ich den noch habe. Auf jeden Fall auch ewig nicht in der Hand gehabt. Dann ist da noch ein Bronzer von Essence aus der Luminous Matte. Oder der heißt Luminous Matte, war im Standardsortiment. Gab es in zwei Farbtönen. Ist sehr schön, habe ich immer noch. Und dann haben wir noch eine selbst zusammengestellte Essence Blush Palette. Da gab es auch in der Zeit die Möglichkeit, sich die Paletten selber zusammenzustellen mit Lidschatten und Blushes und Highlightern. Und dahinter noch eine Zoeva-Palette, und zwar die, wie nannte die sich? Whimsical Wonderland oder irgendwie sowas. Es war so eine Pastellpalette, die habe ich einer Freundin geschenkt. Genau, die habe ich bei mir aussortiert und weiter verschenkt. Dann machen wir jetzt nochmal den letzten und etwas größeren Zeitsprung, denn von 2015, 16, 14 habe ich keine Videos und auch keine Bilder mehr leider, aber von 2013 noch. Da habe ich einmal diesen Haul hier getätigt und da muss ich mich mal selber loben für meine geilen Produktfotos. Da hatte ich nämlich so eine Lightbox, wo ich das immer gemacht habe. Ja, da habe ich mir noch ein bisschen mehr Mühe gegeben als heute einfach mit dem Handy. Sah schon cool aus, finde ich. Naja, auf jeden Fall, einige Manhattan-Produkte sind dabei. Manhattan war damals noch so ein bisschen, also bei mir zumindest ein bisschen präsenter, ein bisschen, hat öfter mal neue Produkte rausgebracht als heute. Da gab es eine LE mit dem Designer Marcel Ostertag zusammen. Da gab es so eine kleine Palette, die habe ich mittlerweile nicht mehr. Ja, die Qualität damals an Lidschatten, naja, die meisten Sachen von dieser Zeit habe ich nicht mehr, was Lidschatten betrifft. Und noch so einen hübschen rosafarbenen Nagellack. Kann sein, dass ich den noch habe, aber ich benutze ja gar keine Nagellacke mehr. Ich muss die alle mal wirklich irgendwie aussortieren. Ich habe da aber irgendwie keinen Bock zu. Und dann noch zwei Duo-Lidschatten. Auf jeden Fall habe ich dieses Peach Rötliche noch. Das finde ich nämlich wirklich sehr gut. Also für einen Lidschatten damals echt ganz gut. Und den daneben, kann sein, dass ich den auch noch habe, kann aber auch sein, dass ich den aussortiert habe. Und noch einen Manhattan-Lippenstift in so einem Nude-Ton. Kann sein, dass ich glaube, den habe ich noch. Wenn der nicht schlecht geworden ist, habe ich den noch. Und noch zwei P2 Sheer Glam Lippenstifte. Da habe ich nachgeguckt, die wollte ich nämlich raussuchen für dieses Video. Die habe ich nicht mehr. Ich habe tatsächlich noch ganz viele P2 Sheer Glam Lippenstifte. Ich habe sogar einen heute drauf. Also die funktionieren auch noch. Aber diese beiden Farben, die ihr hier seht, die habe ich aussortiert. Daneben ist noch so ein P2 Sand Style Nagellack. Kann auch sein, dass der noch bei mir auf dem Dachboden liegt. Diese Sandstyle-Lacke, die haben sich immer so furchtbar wieder abnehmen lassen. Aber damals habe ich Nagellacke geliebt und Nageldesigns geliebt. Heute ist das nicht mehr so. Dahinter ist noch so eine Haartönung und eine Handcreme von Essence. Habe ich beides aufgebraucht. Und dann gibt es noch diesen kleinen Haul. Einmal der Essence Sun-Kissed Highlighter, ich glaube, das war eine LE, den habe ich nicht mehr, den habe ich relativ früh aussortiert, weil ich den viel zu grob fand, den mochte ich gar nicht. Und noch ein P2 Sheer Glam Lippenstift, da habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, welche Farbe. Kann sein, dass ich den noch habe, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber wie gesagt, ich habe noch einige von dieser Reihe.
Luft holen. Ja, gut, ich glaube, ich habe wirklich genug gesabbelt jetzt. Ich hoffe, es ist nicht allzu lang gezogen jetzt für euch gewesen, aber wenn ihr in dieses Video reinklickt und letztes Mal hat es euch ja gefallen, dann wolltet ihr das so und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und vielleicht auch ein bisschen rückblicken lassen in eure Make-up-Laufbahn. Ja, vielleicht habt ihr ja auch einige der Produkte in eurer Sammlung, die schon einige Jährchen auf dem Buckel haben. Verratet mir das gerne in den Kommentaren. Dann beende ich das Video aber jetzt an dieser Stelle. Sage vielen, vielen Dank bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit am Start seid. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.